Den Handyton sollte man ausmachen. Damit die Ruhe herrscht. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das, Ausgabe 36 am Sonntag, den 23. August. Wir tun so, als sei es das, weil in Wirklichkeit ist unser Aufnahmedatum am Freitag, den 21. Mein Name ist Carsten Mein, mir gegenüber wie immer Markus Liermann. Hast du eigentlich schon von CureVac Aktien gekauft oder vorbestellt? Nee. Ja, von wem? Nee. CureVac, das ist doch unser Hoffnungsträger für den Impfstoff gegen Covid. Und der geht jetzt an die Börse. Und das ist doch jetzt die große Frage, wer jetzt alles Aktien kauft. Oder glaubst du doch eher dem Russen, dass er schneller ist? Mir ist jetzt ehrlich gesagt alles Wumpe. Weil ich glaube, dass selbst der Impfstoff uns am Ende des Tages auch nicht weiterhelfen wird. Wenn der Virus mutiert, dann ist der Impfstoff eh für die Tonne. Das ist natürlich noch eine... Wirst du jetzt selber ein Verschwörungstheoretiker? Nee, das hat mit Verschwörungstheorie nichts zu tun. Hat damit zu tun, dass ich mich eh nicht mit der ersten Dosis impfen lassen würde. Mir ist insofern sowieso shitigall ist. Und wenn es irgendwann die zweite Version davon gibt, dann können wir drüber reden. Aber solange... Ja, nee. Du bist sowieso noch nicht dran, weil Jens Spahn sagte, das wird so einen ganz genauen Katalog geben, wonach geimpft wird. Also die verschiedenen Risikogruppen von oben nach unten runter. Und du bist definitiv zu jung, um da in den ersten Rutschen drin zu sein. Ja, ich bin zu jung, bin über 30. Naja, so. Gibt's eine Risikogruppe? Was soll ich dann sagen? Also ich bin gut, zumindest... Gut, dann bald nicht mehr. Ich bin zumindest älter als der älteste Systemkritiker Russlands. Nein, das ist gemein. Also von daher wird es, glaube ich, erstmal noch ganz lange dauern, da der russische Präsident jetzt schon seine Tochter impfen lässt. Naja. Wer weiß, womit er geimpft hat. Apropos, was mich so ein bisschen über zur Überlegung bringt, jetzt kommen wir ja zu dieser Thematik alle. Reisen jetzt zurück oder sind zurückgereist. In vielen Bundesländern sind ja die Ferien zu Ende und Niedersachsen hat jetzt noch so ungefähr eine gute Woche oder eine knappe Woche. Ja. So, alle reisen irgendwie zurück. Alter. Wenn du aus einem sogenannten Gefahrengebiet oder wie immer das Risikogebiet, wenn du da zurückkommst, musst du ja entweder diesen komischen Meldezettel da ausfüllen, sowieso als Rückkehrer, und müsstest dich automatisch in 14-tägige Quarantäne begeben. Es sei denn, du lässt dich gleich dort testen, wie diese an den Flughäfen diese Zwangstests. Klar, wenn du mit dem Auto zurückkommst aus wo auch immer, da bist du dann erstmal außen vor. Du lässt dich testen, bist negativ. Und dann nach 5 Tagen noch ein Test und dann darfst du wieder zur Arbeit. Wo kein Mensch drüber redet, wie viele Leute das wirklich machen. Die sagen doch nicht, hurra, ich habe jetzt irgendwie 14 Tage irgendwo in Kroatien oder sonst irgendwie verbracht und ich gehe jetzt nochmal 14 Tage in Quarantäne, ich mache so lange noch weiter Urlaub oder krank schreiben lassen kann man sich ja wohl auch nicht. Wer lässt sich dann bitte so lange noch freistellen von der Arbeit? Ich glaube, da ist die größte... nicht genau diskutierte Variante im Moment, weswegen wahrscheinlich auch unsere Zahlen gerade wieder hochgehen. Wenn jemand im Homeoffice arbeitet, ist doch egal. Im Homeoffice wäre es doch Schnurz, kann ja 14 Tage von zu Hause sein. Ja, aber und aber die so Lehrer und die ganzen anderen zwar sind mehr, aber es sind ja trotzdem mehr irgendwie als... ja, aber die Lehrer sind doch angehalten, dazu nicht in Risikogebiete zu fahren und zu Hause zu bleiben oder rechtzeitig zurückzukehren. Also insofern, also und Beamte, systemrelevante Leute etc. dürfen gar nicht in Risikogebiete reisen. Die müssen damit rechnen, dass sie abgemahnt werden, wenn die ihren Job verlieren. Aber also, und der Arbeitgeber kann es ja auch, wenn ich das richtig weiß, sogar verbieten, ne? Oder? Ist das nicht so? Kann der Arbeitgeber dich sogar sagen, du darfst nicht ins Risikogebiet? Gute Frage, weiß ich gar nicht. Und wenn du sagst, irgendwie Lehrer werden angehalten, dass sie das gar nicht tun, dann passt die Meldung von heute auch sehr schön. Corona-Fälle derzeit, also Stand heute, 37 Berliner Schulen.
Das heißt aber nicht, klappt dann ja auch gut. Aber das heißt nicht, dass der Lehrer der Überträger war, kann auch genauso gut der Schüler gewesen sein. Nee, aber in dem Falle ist beides sowohl Lehrer wie Schüler. Das ist jetzt, was, wie viel Anteil jetzt ist, kann ich nicht sagen. Naja, und der Lehrer, entschuldige bitte, der Lehrer muss auch nicht im Urlaub gewesen sein, um Corona zu kriegen. Der kann auch irgendwo in der Stadt unterwegs gewesen sein, im Café, und hat da Corona gekriegt. Die Möglichkeit gibt es ja auch noch. Der hat die große Après-Ski-Party nachgeholt. Der gemeine Lehrer. Man weiß es ja nicht. Deine Lieblingsspezies. Also, wie gesagt, um bei dem ersten Teil zu bleiben. Ich frage mich allen Ernstes, wie viele Leute sich der Regel entsprechend danach verhalten, dass sie 14 Tage in Quarantäne bleiben oder sich testen lassen und dann 5 Tage in Quarantäne bleiben. Ich glaube, die sind alle brav wieder im Büro, weil der Urlaub ist zu Ende und ich bin jetzt wieder im Büro und ich sage nicht so laut, wo ich war. Kann ich mir vorstellen. Die Bestimmungen sind anders und wenn man erwischt wird, es gibt ja auch diese sogenannten Stichproben. Und wenn der Arbeitgeber, und das ist ja auch sehr wichtig, und da sind wir wieder in unserem Thema, wenn der Arbeitgeber davon erfährt, muss er handeln. Wenn er zum Beispiel weiß, dass sein Arbeitnehmer, sein Angestellter irgendwie, was weiß ich, in irgendeinem sogenannten Risikogebiet war, muss er ihn freistellen. Wie das jetzt genau läuft, ob das alles über Krankmeldung funktioniert, da muss ein Arzt natürlich auch funktionieren und er sagt, ja, ich schreibe dich krank, weil sonst ist ja die Lohnfortzahlung auch nicht gewährleistet. Aber es kann natürlich auch ein Lehrer, ein Arzt geben, der sagt, nö, also sorry, wenn du da in einem sogenannten Risikogebiet bist, deswegen muss ich dann noch nicht krank schreiben. Du bleibst aber trotzdem brav zu Hause. Ja, das weiß ich nicht, wie das wird ja auch beim Gesundheitsamt dann gemeldet. Ne? Das Gesundheitsamt kriegt darüber Erkenntnis über den Bewohner. Der wird ja sowieso dann auch aufgefordert, von der Stadt, von der Gemeinde, wie auch immer, in häuslicher Quarantäne zu verbleiben. Ja, keine Ahnung. Also ehrlich gesagt, da ist man wieder froh, dass man keine Angestellten hat, um sich darüber ehrlich gesagt keine Gedanken zu machen. Und ich war eben gerade bei einem Kunden, dessen Mitarbeiter fährt jeden Morgen mit dem Bus und der Bahn zur Arbeit. Eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Und sagte heute irgendwie, also richtig gefallen tut ihm das nicht. Er wäre gern wieder in seinem Homeoffice, aber sein Chef möchte nicht, dass er im Homeoffice arbeitet. Ah, möchte, da haben wir es mal umgekehrt, weil wir uns ja sonst immer unterhalten haben, dass das so oft geht. Aber seine Chef möchte ihn alle, der möchte gerne alle seine Mitarbeiter zu Hause, also bei sich im Büro haben und sehen, was die machen. Er sagt, dass ich vorher effektiver war und leistungsbereiter war, als ich im Büro bin. Das interessiert dabei gar nicht. Okay, ist eher ungewöhnlich. Ja, das ist so, wenn man die Kontrolle vielleicht doch nicht so abgeben das möchte. Das wird es auch nach wie vor geben. Deswegen ist es von der Arbeitssituation vermutlich sogar besser, wenn die ganze Phase noch ein bisschen länger läuft und sich alle mehr daran gewöhnt haben, dass Homeoffice doch nicht so schlecht ist. Und du musst einfach namhafte Beispiele haben. Es müssen große Firmen von vornherein sagen, wir machen nicht. Von Google angefangen über Siemens, über und so weiter. So große Firmen, die einfach sagen, ey, es geht. Und so, dass man dann irgendwie automatisch auch nachrückt und sagt, ja, also wenn die das hinkriegen, dann werden wir das ja mit unserer kleinen CRM irgendwie, die sowieso cloud-basiert ist und keine Ahnung, Telefon an die Fritzbox ranklemmen, ja wohl auch noch hinkriegen. Aber in hier in Deutschland, Google zum Beispiel, hat es doch mitgeteilt bis Sommer 2021, dass die Mitarbeiter im Homeoffice bleiben. Ja, aber ich glaube, dass es müssen namhafte deutsche Firmen sein. Google ist irgendwie zu weit weg, gefühlt. Da muss man mal einen finden, der da mitmacht. Weiß ich, wie das ist. Also wie gesagt, bei mir ist das relativ häufig, dass die Unternehmen irgendwie probieren, machen, tun. Und also für viele ist wirklich im Moment schon wieder Normalzeit. Für die meisten ist Corona schon wieder, gibt es gar nicht mehr. In dem Zusammenhang habe ich gerade gelesen, diese Hilfe zweiter Teil, sprich Wagniskapital für Startups oder die Überbrückungshilfe. Dort ist relativ viel beantragt, aber bei weitem noch nicht das, was von Mitteln her möglich wäre. Also ich habe jetzt gerade gelesen, 549 Millionen Euro Anträge, aber wir reden ja über 25 Milliarden, die theoretisch zur Verfügung stehen. Da frage ich mich auch manchmal, warum das so ist. Das ist ja der Teil,
über den wir auch schon mal kurz im Podcast gesprochen haben, nämlich der, der von dem Steuerberater beantragt werden muss mit dem entsprechenden Zahlenmaterial. Mhm. Wird das nicht so oft gemacht, weil die unternehmerischen Zahlen zu gut, zu schlecht oder der Steuerberater zu überfordert ist, also arbeitstechnisch, weil machen wir uns das vor, Steuerberater, um gut zu tun. Auch zu, ich glaube, die Zahlen sind teilweise auch zu gut. Ich glaube, so schlecht ist das. Ich glaube, so schlecht ist das teilweise. Es kommt auf die Branche drauf an. Aber also ich tue mich da im Moment auch schwer. Ich habe ein paar Kunden, die auch ganz klar sagen, ich darf am besten gar nichts sagen, beziehungsweise ich habe auch die ersten Kunden, die sagen, das, was ich an Hilfe bekommen habe, das werde ich auch wieder zurückzahlen, weil ich kann das mit nichts begründen. Also ich finde so große Extreme im Moment bei meinem Umfeld von ja, das wäre die ach du Scheiße bis hin zu alles gut. Hm? Was das hast welche, du? Die das zurückzahlen, hast du jetzt welche? Ich habe jetzt original, das war gerade ein Gespräch vor einer Woche, der sagte, ich kann das mit gutem Gewissen nicht machen. Geht nicht, funktioniert nicht. Das sind die wenigsten. Die mit gutem Gewissen das Geld wieder zurückgeben, wenn sie schon was kostenlos gekriegt haben. Ich wollte es nur sagen, weil auch das gehört zur Vollständigkeit mit dazu, was unternehmerische Hilfe angeht. Finde ich auch löblich, also allen Ernstes. Natürlich, ich bin bei dir, dass das sicherlich auch einige nicht machen. So frei nach dem Motto, ja. Mal gucken, ob das ich damit durchkomme, weil zurückzahlen ja. Kann es ja immer noch. Das ich würde sowieso ich. Jedem Unternehmer raten, dass wenn er tatsächlich erstmal in der ersten Panik die Soforthilfe beantragt hat, die bekommen hat und jetzt in der Situation ist, naja, so verkehrt ist das gar nicht. Ich würde es immer separieren, dass das optisch gar nicht auf dem Geschäftskonto liegt, sondern wirklich festlegen oder sonst irgendwie und dann irgendwann Mitte nächsten Jahres werden ja sowieso die stichprobenartigen Überprüfungen kommen, wenn sie denn kommen, aber irgendwas wird vermutlich laufen, weil das kannst du ja sonst keinem erklären, ach, das dass da mit Steuergeldern so rumgeaßt wird. Dann wird die Bildzeitung wieder titeln, oh, die armen Unternehmer müssen zurückzahlen, was weiß ich. Deutscher Staat verlangt Geld mit Zinsen. Ach nee, das ist zinsfrei, ne? Das ist zinsfrei, ja. Und dann hätte ich das, was ja alle beantragen sollen, vielleicht. Aber egal, wie du es wie du's machst, ist es ja auch verkehrt. Ich habe gestern bei Lanz gesehen, wie Lanz mal in seiner selbstdarstellerischen Art versucht hat, den Jens Spahn da irgendwie vor die Füße zu pinkeln. Als er Masken beschafft hat, ging es darum, dass eben halt bis heute bestimmte Rechnungen nicht bezahlt worden sind. Und Jens Spahn hat gesagt, naja, wenn Masken dort, also die meisten sind bezahlt, und wenn Masken eben halt nicht den Standards entsprochen haben, die haben wir bis heute nicht bezahlt, weil die den Standards nicht entsprochen haben. Und wenn da falsche Sachen geliefert werden, dann ist das so. Ja, und ob das dann irgendwie überhaupt richtig ausgeschrieben worden ist und ob nicht bei der Ausschreibung Fehler gemacht worden sind und das hat doch die und die Unternehmensberatung gemacht, hat die denn da irgendwie, wo er auch sagt, sorry, wir haben da Fachleute für beauftragt, die Ausschreibung zu machen und alles andere wird juristisch geprüft. Aber es ist noch nicht fertig, aber die kacken sich, darf man das sagen, da gegenseitig an, das ist schon wieder, seid froh, dass irgendwie überhaupt das Ganze einigermaßen funktioniert hat und ob das nur eine Woche früher, später oder sonst irgendwie, aber es ist so, ja, es ist so schon wieder so wahnsinnig deutsch, aber naja. Hab so ein paar kleine Sachen, heute keine wirklich großen Sachen, so ein paar Geschichten, die mir die Wochen jetzt über aufgefallen sind. In meiner Lieblingsstadt, für jeden Marketing-Guru gibt es ja eine Lieblingsstadt und diese Lieblingsstadt heißt Hasloch, weil Hasloch ist ja die, wenn ich es böse ausdrücken müsste, die durchschnittlichste Stadt, die man sich in Deutschland vorstellen kann, weil sie in fast allen Parametern exakt dem Durchschnitt der deutschen Bevölkerung entspricht. Von der Altersstruktur, von dem Durchschnittseinkommen, von der durchschnittlichen Anzahl Menschen mit Migrationshintergrund, mit allem drum und dran. Hasloch ist seit Ewigkeiten bekannt, seit den 80ern bekannt. Die haben dort auch eigenes Fernsehen. Das heißt, ist das von deinem Unterricht irgendein Beispielstadt oder gibt es die wirklich?
Nee, die gibt es tatsächlich. Also auch in meinem Unterricht erzähle ich nur Sachen, die echt sind. Aber und Hasloch hat seit Ewigkeiten die Möglichkeit, dass du dir ein eigenes Werbefernsehen dort einblenden lassen kannst. Dort finden nämlich Werbespots statt, die im Rest von Deutschland nicht stattfinden. Und dort gibt es entsprechend Leute, die bekommen etwas Geld dafür, dass sie an der Panelforschung teilnehmen seit ewigen Zeiten. Und im Supermarkt zum Beispiel wird dann überprüft, ob die Werbung angekommen ist und ob die Ware angekommen ist. Das heißt, dort gibt es teilweise irgendein Joghurt, den hat es vorher nie gegeben und der wird in Hasloch geprüft, bevor der dann eben halt bundesweit produziert wird, bevor das irgendwie eine Regalleiche wird, wird dort erstmal geguckt, ob das denn funktioniert. Und dann hat Müllermilch irgendwie vorher Hasloch bejoghurtet und ja, das ist sehr spannend. Früher gab es natürlich so große Studios noch, die dann, oder so Videostationen, wo das eingespielt wurde in das örtliche Fernsehnetz, und das läuft heute natürlich digital einfacher, aber bis heute ist das ein klassischer Testmarkt. Und original in Hasloch hat jetzt Aldi Süd einen 24 Stunden zugänglichen Automaten aufgebaut, wo du bis zu 40 Artikel 24 Stunden am Tag kaufen kannst. So klassischerweise die Basics, Frühstückssachen von Nutella über Aufbackbrötchen, über Würstchen zum Grillen und so weiter und so fort. All das gibt es dort im Automaten. Und die prüfen dort, ob es zum Beispiel Sinn macht, das dann bundesweit einzuführen. Also in Hasloch wohnen seit 1987, nein, nicht ganz, aber seit den 90ern immer die gleiche Personenanzahl. Also schwankt mal so um 100, 200 Bewohner, aber vergrößert hat sich Hasloch nicht. Hasloch liegt übrigens in Rheinland-Pfalz, habe ich gerade geguckt. Mhm. Liegt im Landkreis Bad Dürkheim. Das ist irgendwo am Arsch der Heide. Genau. Frühstücks- und Grillartikel im Aldi-Marken. Allein der Name. Hasloch. Immerhin haben sie jetzt so einen Automaten. Dass du mir zutraust, dass ich irgendwelche Lügengeschichten hier erzähle. Nee, Lügen nicht. Nee, das wäre jetzt irgendeine, weiß ich nicht, so ein Fallbeispiel, keine Ahnung, wie Mustermann. Ach so, wäre das jetzt dein Hasloch gewesen, was du irgendwie, weil die Teilnehmer deiner Kurse es so hassen. Deswegen hast du es Hasloch genannt. Aber es gibt tatsächlich Hasloch. Ich muss das erstmal nachgucken. Man kann sich ja hier nicht alles auf die Nase binden lassen. Ich muss sagen, so ein Automat, da wäre ich, glaube ich, auch Kunde. Das finde ich, ja, doch, so ab und zu. Hier im alten Land bei uns sind ja diese Automaten, diese Äpfelautomaten und Saftautomaten und also was ja auch recht beliebt. Hier gibt es auch Automaten auf den Hofläden, wo du zum Beispiel milchliterweise abfüllen kannst. Und also das da kannst du immer Fleisch kaufen im Automaten. Ja, stimmt. Und genau, in York. Das ist eine durchaus gängige Praxis hier. Also ich glaube schon, dass hier in der Ecke das Supermarkt mit Automat da vor der Tür, glaube ich, sehr... Gibt es auch Waschpulver? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die keinen Preisaufschlag haben. Also weiß ich, was da drin steht, drin ist. Warum Preisaufschlag? Macht ja keinen Sinn. Eigentlich muss es ja günstiger sein, weil ich keine Mitarbeiter. Naja gut, Kasse. Aber du hast ja die Bestückung und den Verderb auch da drin. Und das muss halt gekühlt sein da drin alles, weil du natürlich auch Aufschnitt und sowas hast. Aldi Süd und Hasloch. Tatsächlich. Zwischen 25 und 40 Produkte. Frühstück oder Grillparty. Nur auch für den Fall, dass du dich wunderst. Im Moment ist die Testphase gerade eröffnet. Der Aldi-Markt. Der Aldi-Mart. Entschuldige bitte, nicht Markt, sondern Macht. M-A-T geschrieben. Hast du mitbekommen, dass Knorr jetzt die Zigeunersoße umbenannt hat? Doch, scheiße. Ich habe gerade die Anfrage meines Lebens gehabt letzte Woche. Ja. Blacklisten und Whitelisten sagen dir was, oder? Also Blacklisten und Whitelisten so für E-Mail-Verkehr und so, Spam? Ja, logisch, ja klar. Ja. Bin angefragt worden, ob wir bitte bei unserer Software die Black- und Whitelist umbenennen können in Red- und Green-List wegen Rassismus. Und Master and Slave, wenn das irgendwo im Programmiercode drin vorkommt, möge bitte umbenannt werden. Das habe ich heute Morgen gerade gelesen. Amerikanisches Unternehmen, und in Amerika ist gerade die Rassismusdebatte wohl ganz hoch im Kurs.
Und deswegen mögen jetzt bitte Black and White Listen und Master and Slave gängige Begriffe in der IT oder im Internet doch bitte umbenannt werden. Ob das nicht möglich sei, habe ich gesagt, ja, können wir gerne machen, aber dann ist das System nicht mehr updatebar und wir müssen es jedes Mal wieder neu überschreiben. Ganz im Ernst. Heute Morgen habe ich nämlich gerade gelesen, dass Firefox 80 jetzt das Masterpasswort abgeschafft hat, weil der Begriff Master ist ja auch aus Sklaven, aus der Sklavenhaltung entsprechend. Sklavenhaltung. Da haben halt die Sklaven ihre Herren Master genannt und das wird jetzt in der neuesten Firefox-Version abgeschafft. Und ich habe gerade, warte mal eben, gesehen, das wird jetzt zukünftig heißen Hauptpasswort. Wir haben ja Latten am Zaun. Es tut mir leid, der Mensch ist einfach eine hohle Frucht. Es ist irgendwie... Entschuldige, das ist doch bescheuert. Also ich bin sicherlich manchmal empfindlich, was so bestimmte Worte angeht, wobei ich, wenn ich mich drüber lustig mache, benutze ich auch manche Worte, auch die sind sicherlich politisch nicht korrekt. Aber ich bin noch nie, wirklich noch nie auf den Gedanken gekommen, den Zusammenhang zu sehen bei einer Programmierung oder bei Passworten so als Masterpasswort, also, ne, also als Hauptpasswort, da einen rassistischen Zusammenhang zu sehen. Also entweder bin ich völlig ignorant und dumm oder es ist einfach die Nummer, man macht sich Arbeit, wo man keine braucht. Ja, wir machen es wieder Arbeit, wo wir keine brauchen. Das ist genauso bekloppt wie die Jägermeister-Soße. Das fand ich total geil. Ja, das war gestern, war das gerade Thema. Die Jäger-Schnitzel-Soße, also diese, ja. Ne? Ja, ja. Die umzubenennen, weil das wäre ja irreführend. Das könnte man denken, dass da der Jäger drin ist. Ja, ja, das in Einzelteilen, gar gekocht. Wie gesagt, also die ganze Debatte um, wir benennen unser Jägerschnitzel und das Zigeunerschnitzel und den Negerkuss, ja, das also, setzt mich immer, also du warst bescheuert. Also die Vereinigung der oder Zentralrat der Sinti und Roma hat das natürlich sehr begrüßt. Ja, verständlich, die haben es. Dass die Zigeunersoße jetzt umbenannt wird in Paprikasoße ungarischer Art. Wir begeben uns hier gerade gesellschaftlich auf sehr, sehr dünnes Eis. Ich hätte eigentlich den perfekten Vorschlag für Knorr gehabt. Na? Einfach nehmt die Soße ganz aus dem Programm, sie ist scheiße. Und macht eine neue Soße und mit einem neuen Namen und sagt einfach, Zigeunersoße war gut, so lange wie wir sie hatten. Und ich finde, sollte die Zigeuner, aber vielleicht das noch eine schnelle Tüte kaufen und sie einrahmen, vielleicht ist sie in so 20, 30 Jahren was wert. Nein, ich glaube nicht. Aber, oder vielleicht gibt es irgendwann einen Hype, vielleicht macht man dann irgendwann mal zwischendurch so zwei Wochen wieder Zigeunersoße, wie man bei bei Twix irgendwann mal für zwei Wochen die wieder Ryder genannt hat. Der Ryder wieder eingeführt und hat. Und alle haben das wie blöd gekauft und danach wieder, aber ich fürchte, dass das nicht machbar. Die Zigeunersoße kannst du im Garten ausstreuen, ein bisschen gießen, vielleicht kommt ja ein Zigeuner raus. Ja, natürlich. Also, ich sag ja, wir begeben uns hier gerade gesellschaftspolitisch auf ganz, ganz dünnes Eis. Ich persönlich hätte, wie gesagt, vorgeschlagen, ich bin sowieso kein Fan von Fertigsoße, also wer eine Soße fertig kauft, sorry, also Soßen zu machen ist eigentlich, also das ist traurig, wenn man die irgendwie fertig kauft, meine Meinung, aber ich bin auch in der guten Situation, dass ich ein bisschen kochen kann, meine Frau sehr gut kochen kann, also wir können uns auch ohne Fertigsoßen sehr, sehr gut über die Runden retten. Ist das noch Philosophie oder schon Stammtisch? Wie gesagt, also spätestens beim Masterpasswort fand ich es, da kommst du nicht drauf. Das hat für mich schon wieder, das geht so Richtung Verschwörung. Apropos ja, Verschwörung. Also oh Gott, bitte nicht. Nee, alles gut. Verschone mich. Du kennst doch Starbucks. Ja, das ist diese Kaffeekette. Genau. Es gibt ja Thesen darüber, warum der Name auf dem Becher, der ja immer notiert wird, wie ist der Name? Und dieser Name ist auffallend oft falsch geschrieben. Ja. Es geht um diese Theorie, ob es die Dämlichkeit der Mitarbeiter ist oder ob dahinter ein großartiges Marketingkonzept eventuell liegt. Mhm. Ja, du guckst gerade so wie ein kaputtes Auto.
man hat herausgefunden, dass diese falschen Namen auf den Bechern sehr, sehr oft in sozialen Medien auftauchen. Die werden fotografiert, so guck mal, mein Name ist falsch geschrieben, wohl bei Frauen auch noch häufiger als bei Männern. Männer sagen irgendwie, ha, ist lustig, und Frauen fotografieren das und ab in Instagram. Ich denke mir immer, Instagram. Ach, was ein Scheiß, interessiert mich doch nicht, Hauptsache ich kriege meinen Kaffee. Ja, aber es wird, es gibt Untersuchungen darüber, wie oft das gepostet wird. Es ist wahnsinnig oft gepostet, und Brandwatch hat dazu irgendwie sich näher geäußert, sagt dann eben halt, dass sehr, sehr oft diese Fotos nichts anderes machen, als dass man so im Unterbewusstsein, also der dann diesen sozialen Post sieht, einfach nur einen netten Latte Macchiato oder irgendwie geeist Kaffee sowieso, wie sie da alle heißen, sieht, zusammen mit dem Starbucks-Logo, und der falsch geschriebene Name ist zwar irgendwie, naja, lustig, Aufreger oder sonst irgendwie, aber jeder sorgt eigentlich dafür, dass immer irgendwie ein leckeres Getränk dann bei Instagram und Co. landet. Das ist die These. Ob das so ist, weiß keiner, weil die werden natürlich nichts dazu sagen. Ein Bild von einem köstlichen Erdbeer-Fappuccino mit Sahne. Fotos sagen mehr als 1000 Worte. Sie lösen Emotionen aus, werden häufiger geteilt. Starbucks bringt seine Kundschaft also freiwillig dazu, Fotos der Produkte in den sozialen Netzwerken zu teilen. Eine bessere Gratiswerbung in Social Media kann es gar nicht geben. Das ist die Idee oder die These, ob Starbucks ganz bewusst die Namen oft falsch schreibt. Spannender Ansatz, ne? Ich habe das bei Chip gelesen. Spannend fand ich dann, Chip macht ja bei jedem Artikel immer irgendwie so eine komische Umfrage. Was glauben Sie, die falschen Namen auf den Starbucks-Bechern sind? Eine geniale PR-Strategie oder reine Dummheit der Mitarbeiter? Und, was meinst du, Ergebnis? Na, reine Dummheit der Mitarbeiter. 99% reine Dummheit der Mitarbeiter. Willkommen in der wunderbaren Welt des Internets. Ja, das ist so wie Bäckerei-Fachverkäuferinnen. Nein. Die sind ungefähr gleichzustellen mit, die werden nur noch getoppt von Rhabarber-Barbara und den Barbaren. Genau, aber du musst jetzt ja auch gesellschaftlich, politisch korrekt sagen, Verkäufer, Pause, in. Weil so. du musst den Stern, musst du mit einer Sprechpause belegen. Ich könnte auch sagen, Verkäuferinnen und Verkäufer. Nein, du sagst heute nur noch politisch korrekt Verkäufer in. Und diese Pause mit dem Stern soll auch gleichzeitig die Diversen mit abdecken. Wo steht so eine so ein Scheiß, wo steht das? Ist im Moment gerade, wenn es um die richtige Schreibweise geht. Daran merkt man doch eigentlich, dass wir Menschen, egal ob da drüben auf der anderen Seite vom Teich oder hier bei uns auf der, wir haben sie alle nicht mehr. Wir haben alle offenbar zu wenig Stress, zu wenig Probleme, zu wenig gesellschaftliche Probleme, zu wenig Krieg und Verfolgung und zu viel, wir haben viel zu wenig Leid. Hätten wir viel mehr Leid, hätten wir solches, also so was Bescheuertes, langsam wird es echt bekloppt. Klingt böse, magst du absolut recht haben. Die Sache ist nur die, wenn du das nicht berücksichtigst, wie gesagt, du kannst dazu stehen, wie du willst, ich bin da auch fast bei dir, aber wenn du das nicht berücksichtigst und du triffst auf ein Unternehmen, was das sehr hoch hängt, sei es im Bewerbungsverfahren oder im Pitch oder, da kann man, wenn man nicht gerade auf dem aktuellen Stand ist, eventuell auch mal sich richtig schön in die Nesseln setzen. Ja, dann ist das so. Wenn dann jemand wegen so einer nicht mehr mit zusammenarbeiten will, soll er zu Hause bleiben. Also mal ganz im Ernst. Wie gesagt, ich bin da bei dir. Nur ich habe ganz viel diese Diskussion, so die eigene, eigene Befindlichkeit oder die eigene, ey, lass doch alle mal fünfe gerade sein, mein Gegenüber. Das ist ja oft völlig diametral unterschiedlich. Ich habe die Diskussion zufälligerweise heute Morgen gerade in einem völlig anderen Zusammenhang gehabt. Auffassungen von Kunden gegenüber Äußerlichkeiten von Verkäufern zum Beispiel. Und welche Vorurteile die mit einbringen und wo man selber sagt, sag mal, geht's noch richtig? So, aber kann ich auf den Kunden verzichten oder kann ich nicht auf den Kunden verzichten? Ich habe die Diskussion gehabt mit tätowierten Menschen. Oh. Ja. Ja, erzähl mal. Ob man das selber mag oder nicht mag, es ist heute ein klassisches gesellschaftliches Standardbild.
tätowiert von irgendwie missglücktes Arschgeweih bis hin zu unter den Haarspritzen, Haarspitzen. und, ups. Mit irgendwelchen Piercings, Tunnel in 2-Euro-Stück-Größe quer durchs Ohrläppchen. Haben gibt's wir alles. Alle. So, haben wir auch alle Latten. Wie gesagt, mag man nun mögen oder nicht mögen. Ich habe schon vor Urzeiten die Diskussion gehabt, dass wenn bei uns in der Auslieferung tätowierte Menschen waren, gute, treue, tolle Mitarbeiter, fleißig, fachlich gut, so, aber zufälligerweise irgendwie am Oberarm tätowiert und haben jetzt, weil es so eine Temperatur wie heute ist, eben halt kein langes Shirt an, sondern ein Kurzarm-Shirt. Da habe ich Anrufe gehabt, die sagten, Herr Mein, also ich will Ihnen mal eins sagen, so ein Verbrecher kommt mir nicht wieder ins Haus. Wörtlich. What? Keine Geschichte. Wörtlich genau so. Und ich habe das so häufig, ich habe eine andere Diskussion gehabt, wo sich jemand darüber mokierte, dass in einem Restaurant eine Bedienung tätowiert war am Arm und sie das eklig fand, wenn dann der Teller auf den Tisch gelegt wurde. Ja. Ja. Wie gesagt, man kann dazu stehen, wie man möchte, aber jetzt stell dir vor, du bist der Restaurantbetreiber oder so, in meinem Fall der damals der Möbelhändler. Und ich werde mit solchen Sachen konfrontiert. Das heißt nicht, dass ich automatisch irgendwas tue gegen meine Mitarbeiter. Wenn es ein guter Mitarbeiter ist, ist es doch vom Feinsten. Ich liebe den Apple Store in Hamburg, wo unten als erstes einer der besten Berater für die großen MacBooks Rolli ist. Der Platzanweiser ist ein Blinder, der sich da mit seinem Blindenstock irgendwie auskennt, wie nichts gut ist. Und oben in der Genius Bar, der oberste Vorturner ist tätowiert bis unter die Haarspitzen, aber ein fachlich großartiger Mensch. Und da sehe ich auch manchmal die Gesichter von den Eppendorfer Damen, die irgendwie ihre teuren iPhone 11 Pro da hinbringen und sagen beim Schutzglas irgendwie, aber das kriege ich auch wieder, oder? Wo ich so denke, das ist auch Originalsatz, die wollte ein Schutzglas sich da aufziehen und sie, man merkte so, sie zögerte, weil er nun nicht so aussah, wie sie sich vorstellte, wie der auszusehen hat, also alle Klischees brachen da gegeneinander und kam original so ein Satz, wo ich so dachte, wow, wobei Apple auch ganz klar sagt, ist uns egal. Also, ne, die haben die auch ganz bewusst eingestellt, ob das nun Philosophie ist oder Zufall oder sonst irgendwie. Aber ich finde es witzig. Es passt auch dazu. Die Frage ist, wo hört die Erziehung auf? Wo fängt dann auch der Kniefall vor der eigenen Kundschaft an? Das ist ein schmaler Grat. Im öffentlichen Dienst, finde ich, hat es nichts zu suchen. Das heißt? Polizei, Stadt, Land. Also sichtbar, sichtbare. Ja, sichtbar. Ich rede von sichtbar. Genauso wenig wie rote Haare. Ich habe gestern ein Foto gesehen von irgendeiner Polizistin, ich weiß gar nicht, wo das in Hamburg und Düsseldorf, da sind ja so viele Jugendliche ja gerade fast krankenhausreif geprügelt worden. Da blieb ich schon gar nicht mehr durch, wo das war. Aber die war mit knallroten Haaren unterwegs. Mhm. Wer soll die denn ernst nehmen? Sie ist ja kein Schulmädchen. Nee. Ja, also ich... Also Apple Store finde ich das gut. Das ich habe mehrere Gastronomie finde ich jetzt auch nicht schlimm. Frauen im Freundeskreis, die wirklich so ampelrote Haare haben, die ernst nehme. Ja. Wenn sie Natur... nachgeholfen. Nachgeholfen rot. Nachgeholfen rot. So ampelrot. Ja, so, aber so richtig... So richtig Pinocchio-Attacke. Okay, nee. Man merkt doch immer wieder, dass du konservativer bist als ich. Ich wusste, dass jetzt kommt. Ja, komm, das war wieder eine Steilvorlage. Aber ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber ich war damals... Wegen der Zigeunersoße und den ganzen anderen Dingen und Rassismus. Aber ich war damals hin und her gerissen, was man tut. Und ich habe damals auch dieser Frau, ich hatte mehrere Beispiele in der Richtung, aber ich hatte damals auch dieser Frau am Telefon auch so sehr ernsthaft versucht zu sagen, wissen Sie, dass das den Menschen nicht ausmacht und also das war eine ganz mühsame Nummer. War die älter? Die war,
ich würde irgendwas gefühlt so, ich habe so ein bisschen nachgeguckt und nachgefragt, ich hatte sie nur am Telefon, aber ich würde sagen, irgendwie so um 60. Also jetzt. Gut, sie war schon älter. Danke. Das, aber. Du bist noch keine 60. Nein, aber. Ach so, aber trotzdem. So in dem Alter meinst du? Ah, nee, sorry. Also das 60 ist noch nichts. Entschuldigung, auch das ist noch eine alte. Das sagt man, wenn man 60 ist, aber wenn man 30 sagt, denkt man, oh, ist das alt. Ja, du weißt doch, wenn ich so alt werde, wie ich aussehe, habe ich noch 2 schöne Jahre vor mir. Alles klar. Aber man darf auch eigentlich vergessen, das war ja eine andere Zeit. Also die Frau mit 60 vor dann ja fast 20 Jahren oder vielleicht sogar noch länger, je nachdem, wann es denn in deiner Möbel, als du noch was mit Möbeln zu tun hattest, Zeit ja, nö, war. Das war also Anfang der 2000er, also 2001, 2002 war das irgendwie. Also gut, ja, also hast du recht, ist so 18 Jahre zurück, ja. Oder 18 Jahre zurück, okay. Aber dann war die ja quasi schon, die wäre also heute 80. Oder ohne bei 80. Ja. Das jetzt ja. Aber ist auch wurscht. Auf jeden Fall, die Zeit war natürlich irgendwie ein bisschen anders als heute. Wobei ich, ja, wie gesagt, also tätowiert, ich habe nichts gegen Tätowierte, also gegen Tätowierung. Kann ja auch wirklich ganz hübsch aussehen. Ich habe auch nichts gegen gefärbtes Haar bis im Alter von 14 bis 17. Aber ich finde irgendwann, also gefärbtes Haar. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man seine Haare dann irgendwie blond oder braun oder keine Ahnung was macht. Aber Farbe. Wie, ja, wieso, das war in den 90ern. Sehe ich dich gerade in so einem Eiche-Rustikal-Schaukelstuhl und. Nee, aber das war vielleicht noch modern, als Alter, es hier noch gewesen. Früher. Früher haben wir keine Steine geschmissen, ne? Genau. Höchstens mal eine Handgranate. Ja, so, ja, da muss auch nicht. Zur Love Parade-Zeiten, da könnte man vielleicht auch einmal im Jahr für die paar Tage, wo man irgendwie gefeiert hat, hätte man es auch noch verstehen können. Mhm. Aber ich finde, mit Anfang 20 ist man dann irgendwann auch zu alt für gefärbtes Haar. Wobei, ab 70 plus kann es schon wieder ganz lustig sein. Liebe Hörer von Unternehmen, wir was der Unternehmerschnack für dies und das. Sind Sie auch der Meinung, dass gefärbte Haare nur etwas für jugendliche Menschen sind? Dann melden Sie sich, und erst recht, wenn Sie dagegen sind, melden Sie sich bei Markus und Klaus bei Instagram und spam ihm die Direct Message voll. Von mir aus. Aber da gibt es so einen roten Knopf, genauso wie die roten Haare. Mann, das ist, ich finde ja, nee, also kann man, zum Party kann man das mal machen. Fasching ist auch noch okay. Macht das doch auch gar keinen Sinn. Vor allem, bis das rausgewachsen ist, ja, gerade so grüne, die sich dann, oder blau, die Haare gefärbt haben, die werden dann so grün und lila. Und bis das dann rausgewachsen ist, hat man irgendwie schon 3 Kilometer Ansatz oben auf der Stirn, sag ich schon, auf dem Kopf. Nee. Und tätowieren, ja, wie gesagt, das finde ich gar nicht so dramatisch. Kommt halt immer drauf an, für welchen Beruf. Ich glaube, wir haben das Thema ausführlich. Das wird nicht mehr besser. wird ein ganz, ganz dünnes Eis. Hast du mitgekriegt, dass der neue Flight Simulator von Microsoft draußen ist? Der Flugsimulator? Oder stehst du gar nicht auf sowas? Hast du zu viel Zeit? Nee. Ich bereite mich auf die Sendung vor, bitte. Es soll ja momentan voll im Trend sein, Computerspiele und Konsolen. Also wegen Corona. Ja. Der Absatz soll wohl riesig sein dieses Jahr. Weil interessant ist bei dem Flight Simulator, dass man davon ausgeht, weil der wieder Rechner bis an die Leistungsgrenze bringen wird, dass nur aufgrund der Herausgabe der neuen Version vom Flugsimulator von Microsoft, der ja schon immer, also den kennen wir ja schon relativ lange, sehr beliebt ist, dass circa 2,6 Milliarden Dollar weltweit ausgegeben wird, nur für Hardware-Erweiterungen, weil man den Flight Simulator entsprechend spielen möchte. Da kenne ich auch so viele, die dann 143 Milliarden Monitore haben, damit sie das Gefühl haben, sie sitzen wirklich im Cockpit. Da kenne ich viele von. Oh ja, da gibt es ja auch teilweise legendäre YouTube-Videos, so, die dann so ihr Cockpit dann zeigen. Ich kenne tatsächlich privat Leute, die so ein Zeug zu Hause haben.
War cool. In dem Zusammenhang muss ich sagen, ich werde im Moment mit Werbung dichtgeballert bei Instagram. In Hamburg wird demnächst ein öffentlich zugänglicher Flugsimulator, so High-End, so im Dezember soll der dort stehen. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, also für den Fall, dass du irgendwie nicht weißt, was du mir schenken sollst, das würde ich, glaube ich, ganz gerne, exakt gebaut wie eine A320, auch hinten noch mit ein paar extra Plätzen, wo Gäste sich dann noch mit hinsetzen können, also richtig wohl vom Feinsten, vom Allerneuesten und Allerfeinsten, wo ich dachte, hätte ich schon mal, ich habe zwar Flugangst, aber das hätte ich wohl tatsächlich mal gemacht, ja. Bis zum 1,95 Meter, darüber darf man nicht. Ich bin raus. Was? Ernsthaft? Ja. Wenn du auf Knien hingehst? Das ist auch Rassismus. Ich werde da einfach gemobbt. Ich darf in bestimmte Karussells nicht rein, ich darf in bestimmte Achterbahnen nicht rein, ich darf in den Flugsimulator nicht rein, ich werde gemobbt. Das ist der A380 nicht okay. Noch dabei? Oder ist der A380 schon aus dem Flugsimulator rausgeflogen? Also die haben den Gibt's jetzt Boeing exakt noch? So gebaut wie den 320. Und man kann da irgendwie 1- und 2-Stunden Geschichten machen. Aber hätte ich gern gemacht, aber leider bin ich raus. Aber wie gesagt, dieser Flugsimulator, man rechnet damit, dass 2,6 Milliarden Euro nur für Hardware ausgegeben weltweit? Wird. Weil die Guck mal, so kann man Märkte ankurbeln, indem man einfach entsprechend Spiele vermarktet. Apropos Computerspiele, hast du das mitbekommen mit der Sperrung von Fortnite bei Apple und bei jetzt auch Google, also im Play Store? Fortnite demonstriert ja so ein bisschen gegen die Zwangsprovisionen von den Apple und Google Stores. Dort wird ja pauschal 30% von dem Umsatz immer abgezogen. Ach so. Und auch wenn du die Add-In-Käufe hast, dann wird immer pauschal 30% für den Store dort fällig. Und dort hat Fortnite halt mal gesagt, unter dem Hashtag Free Fortnite kann man das auch sehen, relativ viel zu dem Thema, dass die dann dagegen demonstrieren, weil das ist eben halt nach deren Meinung eine Art Monopol. Das soll halt nicht so sein. Und haben sich eine Möglichkeit einfallen lassen, wie eine Zahlungsabwicklung außerhalb der Stores stattfindet. Und dann ist natürlich klar, Apple blockiert sofort die Möglichkeit, Fortnite dort runterzuladen. Also ist raus aus dem Store und ein paar Tage später hat Apple oder hat Google das Gleiche gemacht. Du kannst also heute nicht mehr auf ein neues iPhone Fortnite draufspielen. Fortnite ist ja nun mal in diesem Bereich einer der Marktführer. Und heute Mittag habe ich gerade mehrere Artikel darüber gesehen, zu welchen Preisen bei eBay zum Beispiel gebrauchte iPhone mit vorinstallierten Fortnite verkauft werden. Das heißt, dort ist ein gebrauchtes iPhone, so ein gebrauchtes iPhone 11, für teilweise angeboten für bis zu $10,000 or $12,000. Ha? Hätte ich das mal gewusst. Was ist denn das für ein Teil? Wie heißt das? Was? Fortnite? Fortnite? Ha. Du kennst Fortnite nicht? Nee. Was ist das? Also offenbar haben alle zu viel Zeit und ich habe einfach zu wenig, wie ich gerade feststelle. Ich gehöre offenbar zu den Leuten, die arbeiten und nicht den ganzen Tag rumspielen. Naja, wenn du... Aber das ist ja erst ab 12. Das war gar nichts für dich. Dankeschön. Du bist so süß. Von Nintendo gibt es die auch? Was ist denn das? Keine Ahnung, ich kenne das Spiel nicht. Fortnite ist ein klassisches Ego. Spielst du das auch? Nein. Wo kennst du das denn? Ich informiere mich einfach über verschiedene Märkte rund um Marketingmöglichkeiten. Und in Fortnite kannst du Werbung schalten. In Fortnite wurde zum Beispiel sogar ein virtuelles Konzert schon mal durchgeführt, weil du dann dort an bestimmte Plätze gehen kannst als dein Charakter. Und dann können Jetzt dort ernsthaft? Bühnen aufgebaut werden als virtuelle Bühne und dann findet dort ein Konzert statt. Hat es gerade vor ein paar Wochen gegeben. Und wie gesagt, du kannst dort Werbung schalten, du kannst eigene
ja, da eigene Welten aufbauen. Auch Unternehmen sind dort teilweise dabei. Das ist so ein bisschen wie Second Life in modern. Ich weiß gar nicht, ob es Second Life heute noch gibt. Second Life war eben halt eine normale Lebensanimation, jetzt ohne Ballerballer und sonst irgendwie. Und Fortnite ist eben halt so der klassische Ego. Ja, aber ist im Moment so der heiße Scheiß. Und da haben wir es wieder. Klugscheißer-Alarm. Aber du bist zu alt dafür. Das ist halt... Ich glaube auch. Das ist wie Twitch, da war ich auch zu alt. Da bin ich zu alt für. Du weißt ja, rote Haare und so, es geht noch bis 17. Ja, ja, ja. Es ist, ich bin so gespannt, ob wir über soziale Medien irgendwelche Kommentare kriegen. Ich glaube, du bist so fällig. Mann, bist du fällig. Also sind da jetzt... Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind alle so wie ich. Wer weiß. Rote Haare. Wir wissen ja nur Geschlecht und Alter unserer Hörer, aber nicht, was sie hauptsächlich beruflich machen. Das, von daher könnte es mal ganz spannend sein. Aber apropos Konzert und virtuelles Konzert, es gibt jetzt ja ein Konzert, was gerade in der Planung ist, oder ein Testkonzert von Tim Bensko. Düsseldorf. Ach so, das. Ja. Wo unter verschiedenen Szenarien das stattfinden soll. Nämlich einmal ein klassisches Konzert in der klassischen Enge und dann das gleiche Konzert danach nochmal mit Abstand. Dann soll das als, als Feldversuch hinterher gemessen werden, wie Gottes gefährlich Willen. Oder nicht gefährlich das Ganze ist. Das Projekt, gibt's da Teilnehmer? Projekt Restart 19 heißt das. Und Sänger Tim Bensko unter verschiedenen Bedingungen in einer Leipziger Veranstaltungshalle vor Publikum, vorgesehen sind am Samstag, Gottes 22. Willen. August. Hey, das war doch schon. Nee, alter. Morgen, genau. August. Also, denn heute quasi, wenn man uns hört, gestern. Ja. Und drei Simulationen, ein Auftrag unter Maßgaben wie vor der Pandemie, die zweite mit optimiertem Hygienekonzept, sowie ein drittes Szenario mit den geltenden Abstandsregeln, an denen nur noch die Hälfte des Publikums teilnimmt. Das Problem an der Geschichte ist... Entschuldige, sind immer die gleichen Teilnehmer? Nein, natürlich immer unterschiedliche, weil sie für dieses Szenario relativ viele Leute brauchen. Ich glaube 4.200 Leute und sie kriegen sie nicht zusammen. Nee, die das Frage, kann ich verstehen. Ah. Die Frage ist jetzt, liegt es an Tim Bensko? Oder, nö, glaube ich. Oder liegt es daran, dass bei dem Szenario einige keinen Bock haben? Wir sind wieder bei der Generation 14, 15, 16... 17, von der 18 plus, die sich dieses Konzert antun. Mhm. Und wir haben ungefähr Eltern, so 35 bis, keine Ahnung was, plus, die das zu verantworten haben. Und Mama und Papa sagen, lass mich kurz überlegen, nein. Genau. Richtig. Und insofern ist einfach der falsche Sänger auf der Bühne der falsche Sänger, um es vielleicht ansatzweise mit ein paar Irren. Ich meine, was ist denn hier mit den ganzen Demo-Leuten? Man könnte einfach die Demo-Leute aus Berlin alle einladen. Ja, aber die sind ja vorher schon krank. Diese Aluhutträger, die sagen doch sie haben kein Corona. Sie kriegen kein Corona, gibt's doch. Schick die doch da mal hin. Warum gehen die denn da nicht hin? Ja. Oder vielleicht ist Leipzig einfach zu weit im Osten und deswegen will da keiner hinfahren. Wobei, naja, die Berliner waren ja alle in Berlin. Das ist ja nicht so weit von nach Leipzig. Also ja, von daher. Also bevor du dich noch weiter ins Aus schießt. Wie sonst aus? Bitte? Also, weiß ich das nicht. Sehe ich jetzt nicht so. Aber würdest du hingehen? Nein. Also zumindest nicht bei Szenario 1 und Szenario 2. Also, ja, das war mein Gedanke. Szenario 3 will ich sofort mitmachen. Szenario 3, aber warum 1, nicht? Und, aber bei 1 und 2, Und deswegen dieses Sarah Connor-Konzert hier, ne, da in Düsseldorf, was da stattfinden soll, was da ja irgendwie so im Geheimen, ohne dass das Bundesland, also ohne Herr Laschet, das ja wohl angeblich nie mitgekriegt hat und gar nicht wusste, das ist ja auch nicht ausverkauft. Da gibt es verkaufte Karten, ja, aber ausverkauft das nicht. Und wenn normalerweise, was hat Bruce Springsteen und Sarah Connor, oder wer war das noch? Sarah Connor, noch irgendeiner, irgendwas Bekanntes. Da bin ich raus, obwohl ich das eigentlich wissen müsste als Musiker, aber da bin ich echt raus. Auf jeden Fall wollte Sarah Connor ja mit anderen zusammen auftreten in diesem komischen, naja, wir fangen mal wieder an zu leben Konzert. Mhm. Und normalerweise, wette ich mit dir, wäre das unter normalen Bedingungen sofort ausverkauft gewesen, binnen natürlich. 2-3 Stunden. Und jetzt will da keiner hin. Zumal ja auch keiner richtig weiß, ob das stattfindet.
Also von daher. Warte, ich sag dir gleich, wer da. Da die Unsicherheit nach wie vor sehr groß ist und Unsicherheit ist immer ein schlechter Ratgeber, um Spaß zu haben. Das, ja, ich weiß auch nicht. Aber es gibt für den gesamten Kunstbereich und für den Veranstaltungsbereich nach wie vor keine sinnvollen Varianten. Natürlich kann man die, wer weiß wie weit, auseinandersetzen, alles in Ordnung. Ich glaube auch, dass auch da, wenn es lange genug läuft, dann wird vermutlich auch irgendwie eine Freude dabei aufkommen. Ob es nachher nur die Autokinos sind, weiß ich nicht. Vielleicht sind es auch irgendwie die Europaletten und jeder sitzt auf einer Europalette im richtigen Abstand. Keine Ahnung. Die Konzerte waren auch gut besucht, also eigentlich diese Autokonzerte, die es gab. Übrigens, ich weiß jetzt wieder, ich habe gerade nachgeguckt, Bryan Adams war es. Ah, okay. Bryan Adams, Sarah Connor, Ray Garvey, The Bossos, Joris und Michael Mittermeier wollten vor insgesamt 13.000 Fans auftreten und unter dem Motto, gib Leben eine Chance. Und auch jetzt kann ich immer noch Tickets kaufen. Ich wollte gar nicht mal, was ich wissen wollte. 4. September, das ist übrigens das nächste Woche und das ist nicht ausverkauft. Und das bei der Spitzenbesetzung. Wenn, das meine ich. Und wenn ich mir dann hier so die, ich wollte gerade mal gucken, kann man das nicht sehen? Wie viele Karten kann ich denn hier? Da kann ich kann nur mal eine bestellen pro Teilnehmer. Ist ja blöd. Achso, es gibt Platzgruppen. Ah ja, guck mal. Es gibt, und eine Karte kostet, okay, zu Corona-Zeiten wird sich das auch keiner leisten, 94 Euro. Wobei das auch da für die Besetzung ist das ja, im Verhältnis zu sonstigen Preisen alles wir gut. Brauchen über den Preis brauchen wir nicht streiten, aber wir müssen darüber reden, das ist 94,50 Euro in Zeiten von Kurzarbeit und Jobangst, keine Ahnung, stattfinden soll. Und ich kann mir, und dann dazu die Corona, nee. Also entschuldige bitte, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand macht. Und wie gesagt, es ist nächste Woche und das Konzert ist immer noch, du kannst hier für alle Bereiche des Konzerts kannst du noch buchen. Bin echt gespannt, wie das dann nachher aussieht. Man wird wahrscheinlich auch keine realistische Einschätzung in den Medien bekommen, weil niemand will das noch zusätzlich runterberichten. Weil das RTL wäre steckt nicht okay. Drin. RTL steckt da auch mit drin. Also ich glaube nicht, dass das noch irgendwie niedergemacht wird. So, ach guck mal, dann kommen noch nicht mal Leute. Ich glaube, das wird einfach irgendwie ein bisschen euphemistisch so frei dem Motto, ach ja, war ein Anfang und war mal wieder gutes Gefühl und ähnlich, aber ich glaube nicht, dass da mit Zahlen agiert wird, das will keiner, weil das will nicht noch jemand, also jemand, keiner mit gutem Gewissen kann im Moment auch noch Veranstaltungen runterschreiben oder niederschreiben, das macht man glaube ich im Moment nicht. Nee, naja. Wahrscheinlich nicht. Die größte Scheißidee. Ich hätte noch eine Scheißidee. Oh, ja, ich habe wieder eine. Und zwar, ich möchte meine diesmalige Scheißidee der Firma Adobe widmen, die von uns so geliebte Firma Adobe, die ein Update auf ihr Lightroom gebracht hat. Ja, und? Auf die Apps, soweit so gut. Und nachdem dieses Update drauf ist, sind alle Bilder, die noch nicht in die Cloud hochgeladen sind, automatisch gelöscht. Und zwar ersatzlos. Und wer mit der Cloud gar nicht arbeitet, der hat alle Fotos, die er mit Lightroom auf seinen mobilen Geräten gearbeitet hat, ist sie dann los. Sehr, sehr lustig. Adobe hat sich dazu noch nicht abschließend geäußert. Es gibt erste Leute, die sagen, dass dort Arbeit von mehreren Jahren teilweise weg ist. Glaube ich. Weil es ist ja nun auch eine Gewissenssache, weil ich persönlich arbeite mit der Adobe Cloud und auch nicht unbedingt zusammen. Ich habe meine eigenen Systeme und dementsprechend finde ich das schon heftig. Für eine Bezahl-App, die ja, ich glaube, 12 Euro im Monat kostet, wenn ich das Komplettpaket Lightroom auf allen Systemen habe, finde ich schon heftig. Also, liebe Firma Adobe, das war ja wohl ein Satz mit X. Ja. Das würde ich auch so sehen. Hast du schon das Update? Ja, aber ich habe die Cloud. Ah, ja, okay. Dann. Weil ich da alles irgendwie abspeichere, was ich mache. Vor allem synchronisiert sich dann so schön mit dem MacBook. Und ja, natürlich. Kann ich alles iPad nachvollziehen. Aber wie gesagt, da gibt es ja sehr viele Unterschiede. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Ich stelle mir gerade vor, was da in dem Laden los sein muss. Ja. Vor allem, wenn du dann irgendwann erklären musst, sorry, unwiederbringlich. Aufgrund eines Programmierfehlers der App ist bei euch lokal alles
gelöscht. Und tschüss. Ihr hättet es ja hochladen können. Na gut, die machen ja vielleicht ein Backup. Also die, die dann ins professionell arbeiten, haben doch ein Backup irgendwo, oder nicht? Offenbar nicht. Offenbar gibt es immer noch zu viele Deppen, die es nicht haben, aber egal. Ja, wollte gerade sagen. Naja, aber zumindest, finde ich, passt es in unsere Pleiten, Pech und Pannen, scheiß Idee-Kategorie ja. gut rein. Hast du auch das noch irgendwie eine scheiß Idee oder sowas? Oder einen Tipp des Tages oder sowas? Den Tipp des Tages? Mach die Klimaanlage an, es ist warm. Da diese Wärme, eiert er sich wieder mehr. Aus der Nummer raus. Das ist ja unfassbar. Aber ich habe ein Lied. Ich habe ein Lied. Musik. Vergesst nicht die Musik. Ja, und du auch? Natürlich. No, erzähl mal. Wenn schon die Fotos, die digitalen Fotos gelöscht sind, da kommt doch sofort die analoge Fotografie wieder ins Spiel, wo so etwas nicht passieren kann. Und da gibt es den alten Klassiker von Nina Hagen. Du hast den Farbfilm vergessen. Das kennst du nicht. Da bist du definitiv zu jung zu. Ja, ich kenne das Lied. Also ich habe schon mal gehört, den Titel habe ich schon mal gehört. Aber ja, ich habe auch noch eins. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir es auf der Playlist haben. Aber pass auf, du hast dich wieder nicht vorbereitet. Ich kann die doch nicht öffnen. Ich kann dieses blöde Ding ja nicht öffnen. Auch mit Premium. Das geht doch jetzt. Das haben wir doch alles freigeschaltet. Das geht. Ich finde das hier nicht. Also meine das Liste geht. Findet das. Dann mach das über die Webseite, das geht. Die Webseite. Also ich habe schon diverse Leute, wo die das gehört haben, das geht. Kannst du auch auf der Webseite aufrufen. Kannst du alles? Du hast welche, die das mal gehört haben? Egal, ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden. Ich habe auf jeden Fall passend zu einem roten Haaren heute. Du hast die Haare schön. Oh. Von dem Toupet. Das passt irgendwie auch, das Toupet zu den Haaren. Natürlich. Das ist wahrscheinlich auch nicht mehr deine Zeit gewesen. Da warst du ja quasi schon über dem Zenit. Dieser Musik. Aber auch das kenne ich natürlich. Das war 2005. Kenne ich leider oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. 2005, das war meine Sturm- und Drangzeit. Da war ich noch jung, hatte noch keine Falten. Jetzt ist nur gnädig, dass die Datenverbindung gerade so ein bisschen schwächer ist und das Bild bei dir sehr verpixelt ist. Also dadurch sieht man deine Falten nicht. Hast Glück gehabt. Ich habe Glück gehabt heute. Ja, ich gucke gerade noch, ob ich hier noch ein schönes Lied finde, aber hast damit schon den Vogel abgeschossen. Ach, wir hätten noch eins, ich hätte noch eins für deinen Automaten. Na? Wir hätten noch von Helge Schneider, könnten wir noch das Käsebrot. Oder Bonbon aus Wurst. Na egal, wir wollen es mal nicht übertreiben. Soll ich raufnehmen oder soll ich nicht raufnehmen? Kannst du ruhig machen. Okay, ist drauf. So, ich glaube, wir sollten bei der Hitze und bei der Sinnlosigkeit, der wir uns hier gerade hingeben. Ja, wir sind, wie gesagt, gesellschaftspolitisch sind wir heute haarscharf in sämtliche Fettnäpfchen reingetreten, die man sich vorstellen kann. Und mal gucken, wie viel entsetzte Rückmeldungen wir kriegen. Gar keine. Okay, dann ist unsere nächste Folge am 6. September 2020. Bis dahin, wir hören uns sowieso zwischendurch. Mit Sicherheit. An die Hörer, viel Spaß weiterhin beim zweitwärmsten August, den wir je hatten. Ja? Ja. Ernsthaft? Weißt du, wann der wärmste war? Nee. Letztes Jahr. Super. Dann fröhlich schwitzen, ne? Und schön die Füße ins kalte Wasser halten. Okay. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Mein und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das.